Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Setup-Reaction. Ihr habt es euch alle gewünscht, heute ist es mal wieder soweit. Wir machen eine kleine, aber feine Setup-Reaction. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann müsst ihr auf meinen Discord joinen und auf Twitch dabei sein, wenn ich den Stream mache, wo ich die Setups mir anschaue. Wie diese wunderschönen Menschen, die hier gerade am Start sind. Wenn euch meine Setup-Reactions gefallen, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich würde sagen, wir labern nicht lang rum. Wir gehen direkt rein ins erste Setup. Let's go. Und das kommt von MRX. Und was mir da direkt auffällt, ist, das ist ein Duo-Setup ist, weil hier steht noch ein Bildschirm und da ist noch ein Schreibtisch. Das heißt, wahrscheinlich hockt er nicht alleine da, sondern irgendwie seine Frau oder, keine Ahnung, Mitbewohner, was auch immer. Ich finde die Minecraft-Dinger ganz cool. Auch der Hammer schaut richtig nice aus. Schaut ein bisschen selbstgemacht aus, finde ich. Und hier unten die Kabelkanäle sind auch richtig wild. Ihr könnt natürlich wieder im Chat abstimmen von 1 bis 10. Wie geil findet ihr das Setup? 1 ist scheiße. Seid nicht so gemein. 10 ist geil. Cooles Setup auf jeden Fall. Hier ist ein hässlicher Idiot. Keine Ahnung, wer das sein soll. Aber wir schauen weiter. Nächstes Setup von Arobe? Arobe. Oh, der hat auch wieder diesen PC mit diesem heftigen Infinity-Glas vorne dran. Das finde ich auch ganz cool. Das würde mich ein bisschen stören, hier so dieses ganze Chaos und so. Ansonsten Kabel halt en masse, aber schaut aus wie eine gemütliche Zockerecke. Ich sehe hier auch Fritz Cola, da hat jemand Geschmack. Finde ich, ist auch ein cooles Setup. Nächstes Setup von Sarah. Sarah hat auch ein nices Setup am Start. Boah, gefällt mir sehr gut. Alles so in pink, ne? Kleines Mädels-Setup. Da haben wir noch ein paar Sticker auf dem PC, auch nicht schlecht. Und die Among Us-Figur finde ich auch cool. Allgemein diese ganzen Figuren hier überall. Auch wenn es nur ein Monitor Setup ist. Ich fühle immer 2 oder 3 Monitor-Setups, weil dann kann man beim Zocken ein bisschen was glotzen. Aber cooles Setup auf jeden Fall. Tuvia hat auch eins geschickt. Am Minecraft sweaten, während er meinen Stream schaut. Richtig clean die Monitore auf den auf derselben Höhe und so. Schaut sehr nice aus. Der Tisch erinnert mich so ein bisschen an so einen Schreibtisch wie von damals, als ich noch so im Hort war oder so. Und ansonsten, ja, gemütliche Zockerecke auf jeden Fall. Dann haben wir Kiam. Hat auch ein 2-Monitor-Setup. Auch so ein Mini-Schreibtisch. Wäre mir fast ein bisschen zu klein. Aber ja, auch ganz cool. Hier auch so die persönlichen Dinge, ganz cool. Es fehlt auf jeden Fall noch eine Monitorhalterung. Aber fürs erste Setup, glaube ich, insane, Mann. Poco am Start. Poco auf einem Mac. Crazy. Ich habe ewig nicht mehr so ein Ding gesehen. Schaut eher aus wie ein Arbeitsplatz, nicht wie ein Gaming-Setup. Aber wenigstens kann man da entspannt meinen Stream schauen. Keanu mit seinem Gaming-Zimmer. Yo, ist ein bisschen verwackelt dein Bild, ne, Kollege? Hättest du mal ein bisschen anstrengen können. Da oben hat er eine Funko-Pop-Sammlung, wie es ausschaut. Ansonsten, sein Schreibtisch schaut so gebogen aus. Finde ich auch ganz cool mit der indirekten Beleuchtung. Hätte man vielleicht noch ein bisschen verstecken können oder ein bisschen weiter hinten ankleben können. Dann würde man die einzelnen LEDs nicht sehen. Aber ansonsten, cooles Setup, Mann. Dann haben wir Lena XXY. Oh mein fucking Gott, das ist clean, Alter. Das ist insane clean. Ich finde, die Bilder sind sick, passen richtig geil rein. Das Einzige, was raussticht, ist so mein Fortnite halt gerade, weil es so lila ist. Ansonsten alles schwarz-weiß. Nices Mauspad, geiler Schreibtisch, schön verstellbar, auch wichtig halt. Dann gibt es noch ein zweites Bild. Lena, ne? Dein Zimmer schaut clean aus, Mann. Dein Zimmer schaut richtig clean aus. Ich würde noch empfehlen, wie es noch krasser wäre, noch ein zweiter Monitor vielleicht mit einer Monitorhalterung und vielleicht sogar noch ein dritter Monitor. Dann würde es richtig eine 10 von 10 sein, aber auch so schon auf jeden Fall 9 von 10, würde ich sagen. Hier in die Ecke vielleicht noch eine Lampe reinstellen, so eine RGB-Lampe und hier noch irgendwie was reinfetzen. Cooler Look auf jeden Fall vom Zimmer, cooles Zimmer. Dann haben wir Jab am Start. Alter, das ist auch eher ein Arbeitsplatz, ne? Sieht man auch, hier wird auch schöne Hochzeitsfotografie gemacht oder so. Und nebenbei mein Stream geglotzt. Sehr cooler Arbeitsplatz. Gefällt mir gut. Aber ja, ich finde, ist ein nicer Arbeitsplatz. Dann haben wir Malia mit einem Double Gaming Setup am Start. Und die Plurex ist hier. Nice. Malia und Dennis. Ja, man sieht so ihr Gaming-PC, so pink, mädelsmäßig. Sein Gaming-PC blau, ein bisschen Klischees erfüllen, ne? Aber ich glaube, da kann man die eine oder andere Nacht zusammen verbringen und reinsuchten. Ich würde ein bisschen an den Kabelmanagement was machen. Da hängen viele Kabel runter. Hier oben noch Streaming zusammen glotzen. Ist schon cool, Mann. Dann haben wir Scotty am Start. Nice. Scotty auch künstlerisch unterwegs, ne? Ein paar Bilder gemalt. Sehr cool. Kabel, boah, würde mich hart triggern. Cooles Setup, Mann. Kann man bestimmt entspannt zocken. Bisschen was glotzen und so. Ich finde irgendwie, der untere Bereich stört mich. Wäre der untere Bereich nicht, der macht es irgendwie ein bisschen ungemütlich. Hier oben ist cool, aber unten ist irgendwie
Naja, aber sieht man auch nicht, wenn man selber da zockt, ne? Dann haben wir Meister irgendwas mit ein paar Zahlen. Standard Gaming Setup, zwei Monitore, Creator Code Fix. Grüß dein Herz, Mann. Ehre. Noch kurz zum Flexen, das Tablet hingelegt, das Handy und die hier Kopfhörer. Standard Setup, kann ich nicht so viel dazu sagen. Oh, Fresh hat sein Setup so ein bisschen in den Schrank reingebaut. Schaut interessant aus. Ist auf jeden Fall praktisch, ne? Du hast so deinen Schrank, da hast du so deine Bücher und sowas. Und dann hast du einen Monitor mit reingeklatscht. Kann man auf jeden Fall suchten, ne? Auch hier so mit der Deko und so, mit den Sachen. Hier ein Lego-Bonsai und sowas. Gefällt mir ganz gut. Dann haben wir Jannis am Stissel. Jannis mit seinem lila Gaming-Setup. Alter. Ja, schaut geil aus. Die Pflanze kommt hart. Die Uhr ist nice. Aber ja, der PC könnte noch ein bisschen mehr leuchten, sage ich mal. Oder, weiß nicht, schaut ein bisschen leer aus, wisst ihr? Man könnte vielleicht auch so eine Funko-Pop-Figur da noch reinstellen oder sowas. PC schaut ein bisschen leer aus. Und ansonsten, die Deko ist cool. Ich schau mal die nächsten Bilder an. Oh, die andere Seite. Hier noch ein paar Figuren, die er sammelt und so. Naruto auch nice. Oh, das gefällt mir auch sehr gut hier mit den, mit diesen Regalen hier. Und die Bilder. Sehr cooles Setup, auf jeden Fall. Oh mein fucking Gott, Bro. Ich habe mir gedacht, hä, warum schickt er mir ein Bild von einer Steckdose? Digga, wie clean ist sein Kabelmanagement? Da ist einfach gar nichts. Das nenne ich mal Kabelmanagement. Dafür mal ein dickes GG. Auch schau mal hier oben, hier sieht man auch nichts. Krasses Kabelmanagement, Alter. Linus mit seinem Gamingzimmer am Start. Boah, nice Lego-Figuren-Sammlung hier oben. Sehr cool. Hier ein Tablet zum Stream schauen oder so. Ja, Gaming-PC, Monitor. Sehr nice. Dann noch die andere Ecke zum Abchillen. Nice, Stream schauen hier. Er ist auf jeden Fall Lego-Fan. Ja, entspanntes Zimmer, Mann. Dann haben wir P... Ui, Junge, sein PC schaut sick aus. Schaut aus wie so ein Raumschiff irgendwie. Hier noch eine Facecam am Start. Streamer, schreibt einer. Ah, hier ist so ein Stream Deck, mobiles Stream Deck, auch smart. Ja, cool. So hat mein Setup auch ausgeschaut, als ich mit Streaming angefangen habe. Nächstes Setup, Alex. Alex, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Bro. Erstmal geiles Food am Start. Hätte ich auch gern ein bisschen was. Junge, wie viel Zeug hast du da, Junge? Das ist viel zu viel. Hier hinten noch ein Bärensen, ne? Schön einen reinsaufen. Hier unten, was passiert da? Hier gibt es noch ein zweites Bild. Aha, bisschen Pfand oder was? Hier noch ein bisschen mehr Pfand. Alex, ich sag dir eine Sache. Du gehst jetzt sofort zu Rewe oder zum anderen Supermarkt deiner Wahl, gibst deine Pfanddosen ab und giftest jetzt mal einen Sub im Chat. So schaut's nämlich aus. Und hier sammelt er noch Red Bull-Dosen. Ja, jeder wieder Bock hat, ne? Hab neue Tastatur, die Razer Huntsman Mini. C2S am Start. Boah, auch in einem alten Haus am Start, ne? Hier diese Wände aus Holz, ne? Schöne Halterung für die Webcam. Nice Tastatur. Er ist auf jeden Fall ein Fortnite-Schwitzer, der baut. Guten Geschmack auch. Uludag, Paulana Spezi. Sehr guter Geschmack. Cooler PC. Cooles Setup. Stormy am Start. Mehr braucht man nicht, um besser als fix zu sein. Stormy, mein Nummer 1 Stream-Sniper zusammen mit Dave auf der Xbox. Da hockt er und Stream-Sniped mich. Fast jede Runde. Aber wenigstens gibt er mir gute Sachen. Max, der King am Start. Junge, du musst mal wieder deinen Mülleimer ausleeren. Und was sind das für Kabel, Junge? Dass du dich nicht schämst, Bro. So kann ich nicht spielen. Aber dasselbe Tischgestell habe ich auch. Das ist Baba. Coole Tischplatte. Aber Digga. Greenscreen einfach. Stimmt, er hat einfach ein Greenscreen in seinem Zimmer. Dann haben wir Zitrone oder Zitrone wahrscheinlich. Oh, nice. Warum auch immer da Fix steht. Wahrscheinlich, um zu erinnern, dass ihr alle den Creator Code Fix eingeben sollt. Dankeschön. Finde ich cool. Geil mit den zwei Pflanzen. Hier die Bilder ganz cool. Die RGBs würden mich ein bisschen stören. Ich weiß nicht, vielleicht auf dem Foto kommt es immer anders rüber, als es in echt ist. Aber ich mag es immer nicht, wenn man von den RGBs so die Punkte sieht, die Lichtpunkte. Aber coole Schuhe auch am Start. Und nicer PC. Sehr, sehr geile Gaming-Ecke, muss ich sagen. Zweiter Monitor, wie immer, sage ich ja. Aber sehr coole Gaming-Ecke. Da kann man sich mal reinchillen und ein bisschen daddeln, ne? Lehnchen unterm Dach. Eieiei, da wird mir ein bisschen heiß, wenn ich das sehe, ey. Aber krass, Mann. Monster-Mauspad am Start. Sehr clean die Monitore aufgehängt. Dann hier noch geiles Mic von oben. Schaut fast ein bisschen aus wie bei Monte in der Zentrale. Der PC auch geil in der Ecke drin. So als kleiner Abschluss. Hier hinten noch Schallschutz am Start. Cooles Setup. Sehr cooles Setup. Nico der King am Start. Drei Monitors Setup. Auch am Minecraft suchten. Voll viele Leute noch am Minecraft spielen, ne? Aber ja, chilliges Setup. Drei Monitore, irgendwann vielleicht eine Halterung holen. Die Lampe vielleicht mal upgraden oder so. Wobei, ist auch ganz gemütlich, glaube ich, mit der Lampe. Aber ja, gibt's nichts auszusetzen, ne? Da kann man suchten. Esel zeigt uns seinen fetten Fernseher, Alter. Mit einer Playsy. Mit einer anderen Playsy. Switch. Und noch eine Playsy. Ist es 1, 2,
4? Oder bin ich dumm? Naja, aber es ist keine PlayStation 1. Das ist irgendwas anderes. Ist es eine Wii? Wii? Was ist das? PlayStation 2 und PlayStation 4 und Switch. Ja, da ist jemand am Suchten. Boah, Xbox könnte es auch sein. Ja, nice. Schaut nice aus. Kann man bestimmt gut reinzuchten. Hier haben wir unseren nächsten Stream Sniper Dave am Start. Auch mit einem schönen Setup. Xbox am Stüssel, PC am Stüssel. Keine Ahnung, für was du so viel Mauspad-Fläche brauchst. Ich weiß ja nicht, was du für Spiele spielst, aber cooles Setup. Gefällt mir gut. Lurk am Start. Stream Deck, nice. Keyboard, bisschen zur Mucke machen oder so. Auch sehr cool. Ja, auch entspanntes Setup auf jeden Fall. Knäckebrot am Start. Wichtig und richtig. Oh, entspannte Couch zum Zocken. Mit nochmal einem Sitzer, glaube ich. Lol, du zockst im Sitzen vorm Fernseher mit Maus und Tastatur auf Xbox. Crazy. Junge, mein Rücken wäre nach 10 Minuten im Arsch, wenn ich hier hock. Wenn ich hier hock und da zock, da wäre mein Rücken im Arsch. Oh, ist PS5, ist gar keine Xbox. Lul. Ja, ich bin Dummkopf-Chat. Hier, Anton. Ja, nice. Anton hat ein Tablet. Cool. Grüße gehen raus, Anton. Luca am Start. Oh, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen von Luca. Bin mir aber nicht ganz sicher. Da oben ein paar Lego-Autos, auch geil. 3 Monitore richtig clean zusammengebaut und so. Kabelmanagement auch super geil. Heftiges Setup, Mann. Cleanes Setup auf jeden Fall. Das hier habe ich vergessen. Alter, wer zockt denn hier, Jungs? Der hat einfach seinen PC hier am Start, glaube ich. Oder? PC? Und dann PlayStation nochmal auf dem Fernseher. Das wäre mir ein bisschen zu groß, Alter, die Glotze hier. Wenn du hier hockst und die Glotze daneben dir hast, Alter, ist ja wie im Kino erste Reihe. Aber er ist auf jeden Fall erfolgreich im Sport. Nächstes Setup von Magic Dragon. Clean. Ja, Chat, oder? Einfach clean. Der Kaktus ist cool. Gefällt mir gut. Einfach so ein Mini-Kaktus. Die Pflanzen hier finde ich auch cool. Monitorhalterung wäre es noch heftiger. Aber schaut clean aus. Dann haben wir hier Tadelnuss am Start. Ich glaube, Tadelnuss sind ein paar Karten runtergefallen hier. Ein paar Notizkarten. Aber eine Switch, ein Laptop. Was will man mehr zum Leben, ne? Creator Code fix noch. Ich küsse dein Herz. Ja, entspannte Zockerecke. Dann haben wir Wild Yang am Start. Mhm. Wild Yang. Auch mal wieder ein Apple Fanboy am Stüssel. Wir haben ein iPhone. Wir haben ein iPad. Wir haben AirPods. Ein MacBook. Und nochmal AirPods. Also, wenn du Bock hast, ich würde einmal AirPods nehmen. Meine sind ein bisschen im Arsch. Die wurden in der Waschmaschine einmal mitgewaschen. Ich glaube, er zockt mit Maus und Tastatur auf Xbox und hat hier noch ein Tablet und hier ein selber gebauter Kopfhörerständer. Ja, coole Ecke. Jojo am Start. Jojo, glaube ich, auch ein bisschen jünger noch, ne? Was so, wenn ich so die Möbel anschaue und das ist wahrscheinlich auch so gebastelt und so. Oder vielleicht hat Jojo schon Kinder und das sind seine, von seinen Kindern oder so. Könnte auch sein. Entspannter Arbeitsplatz. Oder entspannte Zockerecke. Was hat Kev hier? Junge, Kev, was geht denn bei dir ab? Willst du zu Hause eine Baustelle aufmachen? Er hat ein Baustellenschild geklaut? Er hat hier ein Baustellenabsperrding geklaut? Dann hat er ein Baustellenabsperrhütchen noch mit da nach Hause genommen? Auf dem Dorf 100%? Das glaube ich aber auch. Schön von der Party heimgelaufen. Und dann kurz mal ein Schild eingesteckt, kurz mal noch eine Absperrung eingesteckt, das noch eingesteckt. Als nächstes stellt er sich einen Bagger ins Zimmer, den hat er auch noch gefunden auf dem Heimweg. Aber Junge, deine Ecke schaut ein bisschen chaosmäßig aus. Was ist das hier unten, Bro? Warst du gerade einkaufen kurz? Hast du da hingestellt und ein Foto gemacht oder was? Ja, ein bisschen Chaos-Setup, muss ich sagen. Aber ist lustig. Gefällt mir gut. Hans nah am Start. Alter, bei Hans leuchtet alles lila. Ich finde es immer ganz geil, wenn man so vorm Fenster hocken kann und da ein bisschen zocken kann, ein bisschen rausschauen kann, so in der Zwischenzeit. Hier ist offene Regal noch am Start. Ja, ist ein entspanntes Zimmer. Alter, da haben wir wieder jemanden von Nummer. Ich mache mir ein cleanes Setup, Junge. Junge, Lukas. Es fehlt aber ein bisschen was, oder? Ich würde sagen, es fehlt was. Und zwar genau hier. Es schaut sehr nice aus, sehr clean aus, aber es fehlt hier etwas und es fehlt hier oben, glaube ich, was an der Wand. Und vor allem hier sind so zwei hässliche Bohrlöcher, da war vielleicht mal ein Regal oder sowas. Und irgendwie fehlt hier was, hier ist so eine große Lücke. Ja, und irgendwie hier oben fehlt was, ne? Ah, ein Keyboard auch, finde ich cool. Hier ganz paar viele Pflanzen noch, aber es ist eine entspannte Zockerecke und schaut sehr, sehr clean aus auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, was ich von so Hochkant-Monitoren halten soll. Ich hatte mal meinen Monitor auf Hochkant und es hat mir irgendwie nicht so getaugt. I don't know. Kaugummi-Automat, hier mein Setup. Nice. Ja, cool. Ich hab dasselbe Setup, Bro. Das ist mein Setup. Alter, Sina. Was ist da denn los? Boah, aber eine Sache triggert mich ein bisschen, Sina, ne? Eine Sache triggert mich ein kleines bisschen. Und zwar das hier, Chat. Seht ihr das?
Das würde mich ein bisschen triggern. Wahrscheinlich hatte sie vorher diesen Monitor und hat sich dann einen neuen, besseren gekauft, der ein bisschen größer ist. Kann ich verstehen. Aber ansonsten, perfektes Setup. Sehr cool. Till am Start. Mhm. Laptop-Setup. Digga, Till, Alter. Du sollst nicht so viel Energy-Drinks trinken, Alter. Ich hab's doch gesagt. Junge, Till, was ist bei dir los? Jedes Foto ist verschwommen. Schau dir das mal an. Was zitterst denn du so? Ist ja nicht normal. Aber entspanntes Zimmer, Alter. Cooles Zimmer. Ich wollte als Kind damals auch immer so ein Zimmer unterm Dach irgendwie. Ich fand's immer voll cozy so. Aber jetzt heutzutage denke ich mir so, oh, unterm Dach wohnen ist bestimmt richtig Abfuck, ey. Wenn es nicht richtig gedämmt ist, dann bist du richtig am Arsch. Okay, Emil Zocker 10 ist das letzte Setup von heute. Was hast du da für ein altes Video rausgesucht, wo ich bei Maxi auf Madeira war? Cooles 3-Monitor-Setup. Aber Bro, what the fuck? Das sind 4:3 Monitore, oder? Und dann hat man einfach so fett im Spalten, ey. Aber ich sag mal so, lieber ein 4:3 Monitor als gar kein Monitor. Und was ist das für ein Prozessorkühler? Hab ich ja noch nie gesehen. Digga, funktioniert das überhaupt? 20 Euro das Stück? Ist aber echt so, ne? So alte Monitore, Alter, kriegt man super günstig. Aber was ist das für ein Prozessorkühler? Das ist ja crazy, Alter. Ja, Freunde, dann würde ich sagen... Leute, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für mehr wunderschöne Videos. Und vielleicht ist euer Setup beim nächsten Setup-Reaction-Video dabei. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Bye-bye.